Ich bin's, Mikey, euer Arzt-Stylist. Leute, ich hatte eine Idee. Und zwar, ihr kennt doch diese ganzen Try Not to Laugh Challenges. Und die sind auch immer lustig und so. Und aber irgendwie heutzutage sind die ganzen Videos, ich habe ganz viele gesucht und die sind einfach nicht mehr lustig geworden, weil die einfach so übertrieben sind. Und deswegen dachte ich mir, wir gehen zurück in die klassischen Zeiten und lesen uns jetzt Witze zusammen durch. Ihr müsst dieses Video gucken, ohne zu lachen. Ohne weiter zu quatschen. Herr Bademeister, da frisst ein Hai ein Kind auf. Ja, das machen die so. Vater, Sohn, ich habe all dein Spielzeug dem Kinderhain gespendet. Sohn, warum hast du das gemacht, damit es dir dort nicht so langweilig wird? Ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, das ich angeblich unfair behandle. Thomas, Anton oder das fette Hässlich? Das ist so gemein. Rotkäppchen geht alleine durch den dunklen Wald. Auf einmal hört sie hinter einem dichten Busch ein Rascheln. Sie schiebt die Äste und Sträucher beiseite und plötzlich sitzt vor ihr der böse Wolf. Oh, böser Wolf, warum hast du so große rote Augen? Ich bin abgehauen. Ich sterbe gerade vor wie dieser Wolf da und sag, Digga, verpiss dich. Ich habe jede Nacht denselben Traum, erzählt der Patient dem Psychiater. Erzählen Sie doch mal. Nun, ich stehe vor einem Tor, wo ein Schild hängt. Ich drücke und drücke und drücke, aber das Tor geht nicht auf. Interessanter Traum, meint der Psychiater. Was steht denn auf dem Schild? Bitte ziehen. Ha, ha, ha. Coco Chanel sagte einmal, man solle sich das Edelparfüm dorthin sprühen, wo man geküsst werden möchte. Hä? Dann schmeckt das doch aber eklig für die Person, die das küsst. Na egal. Brennt jetzt aber ganz schön. Digga, wo war das? Boah, ist der Junge da drüben hässlich. Das ist mein Sohn. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie der Vater sind. Ich bin seine Mutter. Im Kaufhaus. Ich hätte gerne einen Badeanzug, der meine Fettpösterchen kaschiert. Verkäuferin, Schlafsäcke finden Sie im dritten Stock. Das könnte aus meinem Leben sein. In der Apotheke. Eine Schachtel Kondome bitte. Gerne, das macht dann 3,99. Möchten Sie auch eine Papiertüte? Nein, sie ist eigentlich ganz... Mein Freund ist so hässlich. Ich kippe mir immer die K.O.-Tropfen ins Getränk. Oh, das ist gemein. Warte mal auf mich, Schatz. Ich mache nur noch schnell mein Make-up. Du brauchst doch kein Make-up. Oh, oh, das ist aber lieb. Ich mag, wenn du mich schmeichelst. Du brauchst plastische Chirurgie. Okay, Leute, ich kann heute nicht mehr lachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen hoch. Und ich habe mal eine Idee für das nächste. Schreibt mir mal geile Witze in die Kommentare. Und ich werde dann den nächsten Video davon machen und lese dann die Witze in euren Kommentaren. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, bitte nicht vergessen zu abonnieren. Es gibt lots of situation hier. Und wir sehen uns morgen, übermorgen oder gestern. I love y'all. Bye, bye.